Letzten Worte des Sportlehrers habe ich gelesen. Alle Sperre zu mir. Und der letzte Worte des Maurermeisters. Geh, schmeiß mir geschwind den Hammer um. Ja. Ich kam rein, bin einmal mit dem Auto vom Heurigen nach Haus gefahren. Ich weiß, man soll das nicht tun, aber ich habe es nicht getan. Prompt komme ich in eine Polizeistreife. Und der Polizist sagt so, steigen Sie aus. Bin ich ausgestiegen. Dann hat er mich so angeschaut, so. Ja. Dann hat er gesagt, kommen Sie mit. Ich habe gesagt, ich komme mit gerne, aber eins sage ich Ihnen gleich, trinken kann ich nichts mehr. Oder Saxophon. Genauso spannend. Alle Pianisten angeblich wollen Saxophon lernen, habe ich einmal gelesen. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sack Mehl? Nicht wirklich. Nein? Na, blasen Sie mir rein. Sie wissen ja, Optimisten sind diejenigen, die sich an kalten Wintermorgen im Auto erst anschnallen, bevor sie zu starten versuchen. Das ist ein Sickerwitz, das dauert immer ein bisschen. Es geht nicht so schnell. Wie halt so schön, immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann geht's nicht mehr. Pessimisten sind ja diejenigen Leute, die sich auf den Lärm beschweren tätterten, wenn das Glück bei ihnen anklopfte. Ein sehr interessantes Buch eines Botanikers, der das Gefühlsleben der Gänseblümchen erforscht hat. Und zwar ist er gesessen einen ganzen Sommer lang im Mostviertel in einer Blumenwiese und zwar verkleidet als Gänseblümchen. Leider reißt das Buch mittendrin ab, weil er ist von einer Kuh gefressen worden. Kennen Sie die drei ärgsten Feinde der Musiker? Das ist helles Tageslicht, Licht, frische Luft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin einmal. Die Opern sind ja noch viel schlimmer. Das wollte ich gerade dazu sagen. Opern, die dauern ja noch dazu so lang. Bei Parsifal zum Beispiel. Parsifal habe ich jetzt erst erlebt, das ist ein Wahnsinn. Das beginnt um 6 Uhr. Nach 3 Stunden schauen Sie auf die Uhr, 20 nach 6. Ich bin einmal bei Parsifal zu spät gekommen und die Pietös hat gesagt, psst, sind Sie bitte still. Ich habe, wieso, schlafen schon alle? Aber die Leute schlafen überall. Weiß, im Büro schlafen da schon, so fängt es an, der berühmte Satz, lieber 8 Stunden Büro am Tag als gar keinen Schlafen. Ja, das sind so alte Bauernweisheiten, wie lieber ein stadtbekannter Säufer als ein anonymer Alkoholiker. Aber ich weiß, trinken tut jeder hier und da ein bisschen zu viel. Außer Mäusen. Mäuse trinken nie zu viel. Trinken überhaupt nichts. Haben Sie das gewusst? Mäuse trinken nichts. Die haben Angst vor dem Kater. Hast du nicht kennt? Das gibt's nicht. Ja, das ist ein Wahnsinn. Aber die Leute haben ja so viel Angst. Vor allem haben sie Angst. Das ist ein Irrsinn. Die Leute haben Angst, dass sie kein Geld haben. Das kann mir nicht passieren. Nicht, dass ich so viel Geld besitze. Leider nein. Aber ich war vor vielen Jahren bei einer Wahrsagerin. Am Scheibsackiertag ist die gesessen in so einem Zelt, ja, und hat in eine Kristallkugel reingeblickt. Dann hat sie mich angeschaut, wieder in die Kugel. Dann hat sie gesagt, bis zu ihrem 70. Lebensjahr werden sie kein Geld haben. Sie werden nur alte Autokraxen fahren und sie werden die Miete kaum zahlen können. Bis zum 70. Lebensjahr. Ja. Dann habe ich gesagt, naja,
Und dann hat sie gesagt, dann werden sie sich dran gewöhnt haben. Aber ich hoffe, ich habe noch alle meine fünf Sinne beisammen. Den Unsinn, den Schwachsinn, den Blödsinn, den Irrsinn und den Wahnsinn. Ja. Ist ja Wahnsinn, was so alles passiert. Man, heute früh, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, heute früh habe ich 2 Kilo Brot weggekaut. 2 Kilo aus dem Tiefkühler, das war steinhart. Die Dame sagt zum Tuba, hört Meier gern und Huber, selbst Müller mag wie Gruber, to be or not to bar. So etwas war noch nie da, drum hören auch immer wieder, sein Gurt und auch die Frieda, to be